Ich habe Folgendes vor. Ich habe diverse Rostschutzlacke und Mittel und werde die jetzt einmal testen auf diesem Blech, das ich vorbereitet habe. Das ist ein rostiges Blech. Das kennen wir alle, beziehungsweise das kennen die, die sich dafür interessieren und Oldtimer haben. Manche Stellen kriegst du einfach nicht so gut blank geschliffen wie neues Blech. Und ja, an den Stellen muss trotzdem Lack drauf und das soll in Zukunft nicht mehr rosten, das soll versiegelt sein. Und da gibt es diverse Mittelchen und ich habe jetzt folgende hier, die ich testen werde. Einmal der absolute Klassiker, Vertan. Dann noch ein Klassiker, Ovatrolöl. Dann haben wir noch ein Klassiker, Epoxy Brunox oder Brunox Epoxy. Dann haben wir ein weiteres Mittel, das ist dem einen oder anderen auch bekannt, Tanox. Und dann haben wir noch eins, Oxyblock N. Das hat so eine gewisse Tiefenwirkung. Das sind die Rostumwandler oder Rostschutzmittel. Und dann habe ich noch hier Brantocorux 3 in 1. Das sollte eigentlich auch jedem Begriff sein. Folgendermaßen werde ich vorgehen. Und zwar werde ich hier dieses Blech jetzt hier mit 120er Schleifpapier etwas anschleifen. Nicht 100%, das soll nicht metallisch blank werden, weil wir wollen ja Rostuntergrund haben, also so einen geschliffenen Rostuntergrund, so wie wir es in echt an unseren Oldtimer und sonst was, Youngtimer, was auch immer, was ihr lackieren wollt, was ihr vor Rost schützen wollt, haben. Dann werde ich hier alle 10 cm ein anderes Mittel auftragen, auf der einen Seite. Diese Stelle hier werde ich blank lassen und auf der Rückseite werde ich komplett alles mit Brantocorux 3 in 1 lackieren oder streichen. Dann werden wir sehen, wie sich das verhält mit den jeweiligen Untergründen und mit einem blanken Untergrund. Und ich würde sagen, dann fangen wir jetzt einfach mal an. Wir werden jetzt überall zwei Schichten von dem jeweiligen Mittel auftragen. Natürlich mit Abliftzeit zwischendrin. Wir fangen mit Vertan an. Ja, gut. Also, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich versaue natürlich jetzt hier den Tisch so ein bisschen. Das kann ich aber wieder abwischen. Wir gehen damit schön überall drüber. Ist ein bisschen dickflüssiger. Schön versaut. Also jedes Mittel riecht komplett anders. Ja. Ich mag ja am meisten den Geruch von Fertan. Das mögen einige Leute auch nicht, habe ich gehört. Jetzt mache ich überall die zweite Schicht drauf. Es sind jetzt einige Stunden rum und ich habe hier mit dem Heißluftföhn das Ganze versucht zu trocknen. Es hat auch überall geklappt, nur beim Ovatrol und bei dem Oxyblock N. Da hat das nicht geklappt. Die sind noch feucht. Das werde ich trotzdem jetzt ein zweites Mal beschichten und dann das Ganze über Nacht trocknen lassen und morgen nach gut 12 bis 14, 16, 17 Stunden, keine Ahnung wie lang, werde ich das Ganze überlackieren mit Brantocorux 3 in 1. Schicht. Ich finde das Tanox. Wir haben jetzt 2 Tage später, wir haben jetzt den 24.12., also Heiligabend. Und damit es so ein bisschen weihnachtlicher sein wird, habe ich jetzt einfach mal eine Lichterkette mitgebracht. Die werde ich jetzt hier die ganze Zeit leuchten lassen während Weihnachten. Morgen werde ich auch wieder hier an dem G-Modell schweißen. Diese ganzen Mittelchen, die haben jetzt hierbei, ich schätze mal ungefähr 7 Grad, 5 Grad oder so. Ja, haben die noch mal einwirken können in der Zwischenzeit 2 Tage lang, etwa 40 Stunden lang. Wir haben hier die Vertanschicht, die ist trocken. Die Ovatrolschicht ist auch trocken. Die
Runox Epoxy-Schicht ist auch trocken, die Tanox-Schicht ist auch trocken und die Oxyblock-N-Schicht ist noch feucht. Das heißt, die trocknet wahrscheinlich auch überhaupt nicht. Ich behandle jetzt das Ganze hier weiter vor und zwar werde ich hier das Vertan mit Wasser abwischen. So soll man das ja eigentlich machen. Also ich werde es so gut wie möglich versuchen zu entfernen. Das klappt natürlich nur bedingt. Also ich habe jetzt echt nur mit Silikonentferner hier das Ganze quasi entfettet. Ich weiß nicht, wie sich dieses Oxyblock N dann verhält, ob das dann nicht komplett identisch mit dem nicht beschichteten ist, ob das dann einfach gänzlich entfernt ist, ob das dauerhaft drauf bleiben muss. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind die anderen Sachen soweit gut vorbereitet. Also ich mache das hier auch nochmal alles ein bisschen flacher, damit das Wasser nicht direkt abläuft. So ist, denke ich mir mal, ganz gut. Weil das Wasser soll natürlich nicht so rucki-zucki davon ablaufen. In dem realistischen Szenario steht das Wasser ja auch ein paar Tage lang auf einer Stelle und da soll das ja auch vor Rost schützen, das Ganze. Von daher mache ich das jetzt hier so. Jetzt, wo ich die Seite hier soweit vorbereitet habe, werde ich die mit Brantokorux 3 in 1 komplett streichen und lackieren. Die andere Seite werde ich komplett unbehandelt lassen. Dann wird das Ganze nachher getrocknet und nach draußen gelegt. Und dann nach ein paar Wochen, Monaten oder so wieder begutachtet. Und dann werden wir sehen, was wie gut hält und was ich in Zukunft ja, verwenden werde, wie viel das pro Liter kostet und so weiter und so fort. Ich werde jetzt Feierabend machen. Ich werde das über Nacht trocknen lassen und morgen erst in die Witterung legen. Und dann für ja, einige Wochen oder Monate da liegen lassen, bis ich Veränderungen, deutliche Veränderungen wahrnehmen kann. Jetzt habe ich hier nochmal 48 Stunden gewartet. Wir haben jetzt den zweiten Weihnachtstag und das Brantokorux ist soweit ja, fest, würde ich mal behaupten. Das ist ja immer so ein bisschen elastischer. Das ist, wird nie so richtig fest. Das ganze Material wird jetzt genügend Inkubationszeit gehabt haben. Ich lege das Ganze jetzt raus in die Witterung und dann wird es einen Zeitsprung geben. Zeitsprung! Jetzt haben wir exakt ein Jahr minus einen Tag. Also 364 Tage später, nachdem ich das Ganze vorbereitet habe, hier dieses Blech. So sieht das Blech inzwischen aus. Meine G-Klasse sieht so aus. Das ja, ist schon ein Unterschied im Gegensatz zu vorher. Ich bin auch nicht mehr in der Halle. Die nächste Halle kommt aber schon in einem Monat. Das ist jetzt erstmal provisorisch gewesen. Egal, so sieht das Blech jetzt aus. Oh. Okay. Die Leiter ist umgekippt. Ich muss hier gleich noch aufräumen. Ich habe nämlich gestern hier das Ganze grundiert für die Leute, die jetzt erst einschalten und das hier nicht kennen, das Projekt. Jedenfalls habe ich dieses Blech hier gestern, nee, nicht gestern, vor einem Jahr angefertigt, war der ja, Witterung komplett ausgesetzt. UV-Strahlung, Wasser, Wind, alles was geht. So sieht das inzwischen aus. Ich wische jetzt hier einmal mit einem feuchten Lappen drüber, damit ihr seht, wie es dann aussieht, weil das natürlich jetzt leicht verfälscht dadurch, dass jetzt ein bisschen Dreck auch noch drauf ist. So sieht das Ganze jetzt aus, nachdem ich es mit Wasser und einem Lappen gereinigt habe. Ich habe jetzt auch mal die ganzen Mittel dahinter gestellt, die ich verwendet habe. Hier habe ich einmal Vertan verwendet. Hier habe ich Overtrol verwendet. Epoxy Brunox oder Brunox Epoxy. Tanox. Oxyblock N. Und hier habe ich nichts verwendet als Referenz, als Test. Hier hinten habe ich noch zusätzlich das Brantokorux 3 in 1 aufgestrichen. Da ist dann dieselbe Beschichtung da drunter, die hier vorne ist. Also das Ganze ist so weit bis hier hinten hin zu der Referenz. Einmal unbeschichtet und dann mit Brantokorux 3 in 1. Und wir werden jetzt hier einen Streifen erwärmen und gucken, wie es da drunter aussieht. Hier auf der Seite kann man das Ganze ja rein optisch schon mal begutachten. Vielleicht werde ich auch hier und da eine kleine Stelle abkratzen, um zu gucken, wie es da drunter aussieht. Aber normalerweise kann man das ja sogar so sehen. Dann kommen wir jetzt mal zu dem ersten Abteil, der mit Vertan behandelt wurde. So sieht er von Namen aus. Man sieht, es ist Rost vorhanden. Es ist kein perfekter Schutz, aber wenn man sich das mal hier mit den Zwischenräumen vergleicht und anschaut,
sieht man, dass hier schon ein gewisser Schutz vorhanden ist. Man kann sich jetzt auch noch mal hier die Referenz anschauen. Die ist nicht beschichtet. Da ist schon deutlich mehr Rost drauf. Aber wie gesagt, das ist nur eine Referenz ohne Rost, ohne Beschichtung. Und hier, dafür, dass es eine Beschichtung ist, finde ich vertan. In dem Fall tatsächlich relativ schwach. Und es wurde sachgemäß angewandt. Zweimal gestrichen, zweimal auch mit Wasser wieder abgewischt, weil man darf es nicht einfach so verwenden, ohne abzuwischen. Dann können Salze entstehen, die dann das Ganze zum Rosten bringen. Das habe ich natürlich hier berücksichtigt und das Ganze nochmal mit Wasser vorher abgewischt, bevor ich es der Witterung ausgesetzt habe. Jetzt mal zur nächsten Spalte, die mit Overtrolöl behandelt wurde. So sieht das Ganze von Namen aus. Die Beschichtung ist, finde ich, intakt, in Ordnung. Ist jetzt nicht sonderlich gerostet, glaube ich. Ich kann es nicht exakt sagen, weil bei mir ist ja schon ein Jahr dazwischen. Bei euch nur ein paar Minuten. So sieht's aus. Ich finde, das ist eine gute Beschichtung, ein guter Schutz. Und man darf jetzt nicht vergessen, dass das natürlich auch noch über das ganze Jahr der UV-Strahlung ausgesetzt war. Und dafür finde ich es jetzt tatsächlich echt nicht schlecht. Ich denke mal, dass das ohne UV-Belastung nochmal einen besseren Schutzfaktor hat quasi, weil UV-Strahlung darf man nicht unterschätzen und ich würde das Öl sowieso für Stellen empfehlen, an denen die Sonne nur selten scheint. Also irgendwelche Spalten und Ritzen, Falze, da zieht sich das schön rein und da bietet das eigentlich einen guten Schutz. Dann kommen wir jetzt mal hier zu dem Wundermittel. Es wird zumindest als Wundermittel angepriesen, obwohl die anderen beiden auch. Epoxy Brunox benutzt ja hier irgendwie fast jeder auf YouTube. Deshalb habe ich es natürlich auch mal verwendet. Vor allem, wenn Epoxy drinne steht, kann es ja eigentlich nicht schlecht sein. So sieht das Ganze aus. Das sah bereits schon nach einem Monat so angegriffen aus. Also entweder es hält keine UV-Strahlung aus oder es hat gar nicht mal so einen guten Schutz. Man sieht, der Rost ist durchgekommen. Also Schutz ist trotzdem vorhanden, aber man sieht hier so Rostläufer quasi. Durch den Regen ist hier leicht Rost runtergelaufen. Manche Stellen haben halt diese Rostblasendurchbrüche erschaffen oder geschaffen. Ich finde es jetzt nicht so optimal. Es ist natürlich ein besserer Schutz als Vertan. Aber gut finde ich das jetzt nicht unbedingt. Man kann es verwenden. Ich weiß ja nicht, wie es ist in Verbindung mit einer Beschichtung oben drüber, wenn das hier nicht mehr der UV-Strahlung ausgesetzt ist. Und nun kommen wir zu dem weniger bekannten Tanox. Das habe ich hier auf der Seite verwendet, auf dieser Spalte hier. Und man sieht, es sieht, finde ich, mit am besten aus. Es ist so eine Art Brünierung, glaube ich. Und wie man sehen kann, sind hier so leichte Rostdurchbrüche, aber nicht so viele wie beim Brunox Epoxy. Hier sieht man eine kleine Rostblase, hier, hier, hier. Das kann natürlich sein, dass da vorher nicht richtig entfettet war an den Stellen, dass dadurch ja, diese Rostdurchbrüche kommen und die Beschichtung nicht richtig gehalten hat. Das kann ich jetzt nicht exakt sagen, aber ich finde, das Ergebnis ist tatsächlich ziemlich gut und es ist extrem ergiebig, das Mittel. Von mir eine absolute Empfehlung für solche Bleche. Was auch nicht ganz so bekannt ist, ist dieses Oxyblock N. Das soll ähnliche Eigenschaften wie das Overtrolöl haben. Und was mir dabei aufgefallen ist, als ich es aufgetragen habe, ist folgendes. Es hat viel länger gebraucht, um anzuziehen, um zu trocknen, als hier dieses Overtrolöl. Das war am nächsten Tag bei, nach 24 Stunden war das bei, wie viel Grad, bei 0 Grad oder wie viel Grad hatten wir, war das auf jeden Fall schon so angehärtet, quasi angetrocknet. Und hier, das war noch absolut feucht. Ich musste das noch mal ein bisschen länger einziehen lassen und noch ein weiteres Mal überstreichen und länger einziehen lassen. Die Wirkung ist okay. Wenn man dicke Falze hat und so weiter, kann man das da schön reinlaufen lassen. Es bietet auf jeden Fall einen Schutz. Was mir auffällt, ist, dass hier diese hellen Roststellen sind, wenn ihr das erkennen könnt. Hier sind zwischendrin so ganz helle Flecken
und die dunklen. Die dunklen, die sind komplett getränkt mit diesem Oxyblock N. Und diese hellen sind frischer Rost, also frischer Rost, der nicht komplett durchtränkt ist. Hier beim Obertrol ist das schon besser, da ist alles dunkel. Und das bedeutet, dass hier alles mit diesem Obertrolöl durchsetzt ist. Hier diese hellen Stellen sind scheinbar nicht ganz durchsetzt von diesem Oxyblock N. Man sieht, hier drunter ist auch so ein bisschen Rost. Wenn ich jetzt hier so kratze, kommt da so ein bisschen Rost. Wenn ich jetzt an der dunklen Stelle kratze, kommt da kein Rost. Also Mittel ist okay, aber auch nur Mittel okay. Hier, das ist dann die Referenzstelle, die ist wie zu erwarten oxidiert und verrostet über das Jahr. Ja, braucht man eigentlich nicht mehr zu sagen. Das nächste ist dieses Branto Corux 3 in 1. Das ist ja auch so ein Wundermittel von YouTube. Und das Nitrofest unter anderem, aber ich wollte das 3 in 1, weil von dem wird sich ja am meisten versprochen. Deshalb wollte ich das verwenden. Und ist ja schön, wenn das auch das erfüllt, was da propagiert wird, ne? Dass es das erfüllen soll. Von daher habe ich das hier verwendet und auf alle Stellen aufgetragen. So sieht das Ganze einmal aus. Könnt damit leben. Na. Also. Ja, wunderbar. So sieht das Ganze jetzt aus, nachdem ich es entlackt habe mit Wärme, dieses Branto Corux entfernt habe. Und ich muss sagen, es hat ziemlich gute Arbeit geleistet. Es ist nirgendwo wirklich was verrostet. Es hat überall den Rostschutz gewährleistet. Es sieht so aus wie auf der anderen Seite, also ursprünglich, bevor auf der anderen Seite ein Jahr vorüber war, sondern direkt nach der Beschichtung. Ja, selbst hier bei der Stelle, an der kein Rostumwandler und kein Öl war, ist ein guter Rostschutz gewährleistet gewesen. Das war ganz normal angerostetes, angeschliffenes Blech mit Rostrückständen. Hier an der Stelle mit dem Oxyblock N hat es auch gut gehalten. Hier mit dem Tanox ist es scheinbar eine Verbindung eingegangen. Da hält das auch noch immer noch fester auf dem Untergrund. Also das kann man ja auch mal bemerken. Dann haben wir hier bei dem Brunox Epoxy tatsächlich ein viel besseres Ergebnis vom Brunox Epoxy, als wenn es hier unbeschichtet ist. Also wenn nur Brunox Epoxy in Wind und Wetter liegt. Hier sieht es eigentlich ziemlich gut aus. Hier gibt es keine Roststellen. Hier bei dem Overtrol-Öl muss ich noch hinzufügen, dass sich das sehr gut gelöst hat mit der Wärme, höchstwahrscheinlich, weil das Overtrol-Öl sich auch gelöst hat mit der Wärme und deshalb ist es einfach abgegangen. Ja, darunter ist es auch nicht wirklich verrostet. Hier sieht man, die Stellen, die blank waren, sind noch immer blank. Das hier beim Vertan, muss ich sagen, sind so ein paar Roststellen, also ein bisschen ist es hier korrodiert. Man sieht hier auch außen diese leichten blauen Schimmer. Ich weiß nicht, ich drehe mal die Helligkeit noch mal ein bisschen hoch. So sieht das Ganze aus. Hier an den Stellen, ja, leicht ist der Rost durchgebrochen. Hier sieht man es auch, diesen blauen Schimmer. Aber grundsätzlich gute Ergebnisse durchweg, zumindest vom Branto Corux 3 in 1. Wie die Mittel ansonsten noch performen werden nach 2 Jahren, das werdet ihr in einem Jahr erfahren. Das war es jetzt erstmal mit dem Video. Für die Leute, die jetzt gerade neu zum Kanal dazugestoßen sind bei diesem Video, kann ich euch noch die Playlist hier von dieser G-Klasse empfehlen. Da habe ich alles Mögliche an Blecharbeiten gemacht, Rostbehandlung und so weiter. Falls euch das interessiert, klickt hier auf die Playlist. Hier unten geht es noch zu einem Video, in dem ich lauter Dichtmittel, Sealer und so weiter, Karosserie-Kit teste und unter Bodenschutz, wie das so performt. Und hier geht es zu einem Abo. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.